Ja, denn die entscheidende Frage ist ja, wie geht es weiter, nicht nur für die Grünen, sondern auch in Deutschland. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen. Der Bundespräsident spielt da ja eine entscheidende Rolle. Die vier möglichen Jamaika-Partner haben es wochenlang versucht. Es hat nicht geklappt. Jetzt sind andere am Zug. Und darüber möchte ich gerne sprechen mit Professor Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler und Parteienforscher von der FU Berlin. Schön, dass Sie da sind. Also zunächst mal einen Blick auf die Grünen. Sie haben Kompromisse, sind Sie eingegangen. Dafür werden Sie heute hier vielleicht auch ein bisschen abgestraft werden. Aber Sie haben natürlich Ihr ganzes Konstrukt, diese Flügelei, haben Sie berücksichtigt, indem Sie mit 14 Personen in diese Verhandlungen gegangen sind, worauf die anderen auch aufgestockt haben. Das ist ja immer schon mal ein Kernfehler in solchen Verhandlungen, glaube ich, wenn zu viele Menschen an einem Tisch sitzen, oder? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wenn man so sich Verhandlungstheorien anschaut, dann sagen die eigentlich, naja, 10, 15 Leute, das wäre so das Maximale. Weil wenn es 50 sind, jeder möchte irgendetwas sagen und dann zieht sich die Sache natürlich sehr in die Länge und die Unterschiedlichkeit der Meinung wird natürlich dann auch noch betont. Interessant ist, diese ständigen Rückkopplungen haben die anderen Parteien beklagt, die die Grünen vornehmen mussten. Das kennen wir ja von den Bündnisgrünen. Jetzt ist das auf Bundesebene angekommen. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Entscheidungen so schleppend fielen bis gar nicht? Naja, es gab natürlich von Anfang an extrem viele sehr starke Differenzen. Und um etwas zu erzielen, mussten die Grünen schon auch große Kompromisse eingehen. Und das musste natürlich immer wieder rückgekoppelt werden, um sich zu versichern, dass man tatsächlich auch sozusagen in diesem Geiste weiterverhandeln kann oder dass man sie vielleicht doch abbrechen muss. Und das war natürlich dann auch wieder notwendigerweise dann Verzögerungen da. Aber das waren ja eben nicht nur die Grünen, sondern es gab ja auch interne Abstimmungsprozesse in der CSU und so weiter. Aber die Grünen haben natürlich eine Tradition dessen, dass sie sich immer sehr stark an die Basis rückkoppeln müssen. Aber eines der Probleme ist ja genau dieser Parteitag, auf dem wir hier stehen, haben wir in den letzten vier Wochen immer wieder beteiligte Verhandlungsführer gesagt. Denn im Grunde genommen sind diese Sondierungsverhandlungen schon Koalitionsverhandlungen gewesen. Man brauchte ein Papier, was hier von den Delegierten hätte abgenickt werden müssen. Also durch diese ständige Beteiligung auch der Basis sind Mechanismen, die wir seit 70 Jahren kennen, plötzlich unterlaufen. Ja gut, das stimmt schon. Aber wenn man eben eine Partei hat, die sehr viel Wert darauf legt, alle mitzunehmen in der Partei und die eben sehr unterschiedliche Auffassungen in der Partei hat über diese Dinge, dann muss man eben mit rechnen, dass es so läuft. Und wenn man sich jetzt anschaut, was an Kompromissen auf dem Tisch lag, wobei wir bei einigen Dingen ja noch gar nicht wirklich richtig Bescheid wissen, was eigentlich auf dem Tisch lag, dann muss man sagen, ich glaube, dass das hier ein sehr, sehr turbulenter und widersprüchlicher, harter Parteitag geworden wäre, um letztendlich dann Koalitionsverhandlungen zuzustimmen. Denn man sieht ja jetzt, wo die Situation ganz anders ist, dass es einige Anträge gibt, die sagen, das hätten wir eigentlich wahrscheinlich nicht für gut geheißen, was da an Kompromissen rauskam. Ja, das kommt vor allen Dingen aus dem Fundi, aus dem linken Flügel der Grünen. Es ist ja auch schwierig vorstellbar, wenn man die Parteiprogramme mal übereinander legt. Das sind alles demokratische Parteien. Aber die FDP doch auch als eine Partei rechts von der Mitte und die Grünen eine Partei links von der Mitte, beide um liberales Bürgertum bemüht in den Wählerschaften. Plötzlich an einem Tisch, das klappt in den Ländern, aber scheinbar im Bund ist man damit überfordert. Ja, das ist richtig. Die FDP hat ja einen ganz anderen Grundansatz in vielen Bereichen, also sehr stark auf Liberalität zu setzen, auf Marktkräfte zu setzen und so weiter, während die Grünen gerade im Bereich der Klima-, Umwelt-, Verkehrspolitik und so weiter doch eher auf staatliche Interventionen setzen. Das geht ja nicht wirklich zusammen. Und dann hatten wir ja eben auch noch die CSU, die CDU weniger. Die hat eigentlich gar keine wirklichen eigenen sehr starken Vorschläge oder rote Linien eingebracht. Aber die CSU war natürlich auch in sehr vielen Punkten ganz weit von den Grünen entfernt. Nun haben wir die Situation, dass der Ball momentan bei der SPD im Spielfeld liegt. Die tun sich auch sehr schwer, aber die auch haben wieder angekündigt, wir wollen auf jeden Fall eine Rückkopplung an unsere Basis. Ich meine, wir können uns ja alle pausenlos rückkoppeln. Die Legislaturperiode ist an und für sich nur vier Jahre. Ja, das ist schon richtig. Nur die Ausgangslage der SPD war ja, dass man 3 Minuten nach Schließung der Wahllokale gesagt hat, so, das war's für uns. Wir gehen in die Opposition und wir stehen auf keinen Fall bereit für irgendwelche Koalition, natürlich vor allen Dingen für die große Koalition. Und das hat man ja ohne Abstriche aufrechterhalten, sogar nachdem
die Jamaika-Sondierungsgespräche gescheitert sind, hat sich Schulz hingestellt, hat einen einstimmigen Vorstandsbeschluss herbeigeführt, dass man immer noch nicht bereit ist, in Koalitionsverhandlungen einzutreten und die Opposition bleiben will. Und wenn man jetzt diese sehr klare und eindeutige Haltung um 180 Grad drehen will, dann kommt man natürlich nicht daran vorbei, die Basis zu befragen, ob das okay ist. Nun liegt das Heft des Handelns beim Bundespräsidenten, eine interessante Konstellation. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er zum Beispiel Christian Lindner hat sagen können, der ja anschließend wieder gesagt hat, also für weitere Jamaika-Koalitionen stehen wir nicht zur Verfügung. Jede der beteiligten Parteien hat so ihre Grundpositionen, will das Gesicht nicht verlieren. Aber wo soll das enden? Also alle sagen jetzt, eine der möglichen Regierungsformen wäre ja eine Minderheitsregierung. Aber spielen wir das mal durch. Im März läuft der Familiennachzug für Flüchtlinge aus. Die Bundeskanzlerin legt einen Beschluss vor, dass der verlängert wird. Die FDP stimmt dem zu und die AfD auch. Schon haben wir das Problem. Ja, das ist vollkommen richtig. Die ganzen Alternativen, die jetzt auf dem Tisch liegen, die haben natürlich alle ihre sehr großen Vor- und Nachteile für die einzelnen Parteien. Und einerseits ist gerade die SPD eigentlich dafür, wirklich Zeit zu schinden, damit sie ihre Basis auf andere Dinge vorbereiten kann. Andererseits drängt die Zeit natürlich, weil bestimmte wichtige politische Entscheidungen zu treffen sind. Und insofern, glaube ich, ist es am Bundespräsidenten, dies allen klarzumachen, dass nicht ad infinitum jetzt weiterhin noch Gespräche geführt werden können, sondern dass man irgendwann, und zwar möglichst bald, zu Potte kommen muss, damit die geschäftsführende Regierung durch eine, in Anführungszeichen, echte Regierung abgelöst wird. Professor, ganz kurz noch mal zu dieser Minderheitsregierung. Da wird immer gesagt, da wird der einzelne Abgeordnete im deutschen Parlament gestärkt. Das sagen auch ganz viele Parteiführer, ganz viele Fraktionschefs. Aber auf der anderen Seite sagen die alle, um Gottes Willen, jetzt sitzt da die AfD. Mit denen geht überhaupt keine Zusammenarbeit. Das ist völlig unlogisch. Wenn der einzelne Abgeordnete gestärkt wird, wird die AfD, die die anderen ja scheinbar so nicht wollen, an dem Entscheidungsprozess beteiligen wollen, auch massiv gestärkt. Bei meinem Beispiel vorhin haben wir es ja gemerkt. Also nochmal, diese Minderheitsregierung, ist das nicht ein theoretisches Phänomen, was wir mit Politikwissenschaftlern hier diskutieren können, aber in der Realität, die Bundeskanzlerin hat es ja auch gleich abgelehnt, nicht tauglich ist? Ja, ich denke, das ist tatsächlich so. Das ist eine theoretische Möglichkeit. Die hat sozusagen theoretisch auch viel für sich. Sie ist eine Sternstunde der parlamentarischen Diskussion. Und, aber auf der anderen Seite, so wirklich in unserer politischen Kultur funktionsfähig, scheinen mir Minderheitsregierungen einfach nicht zu sein. Und Frau Merkel hat ja das Richtige gesagt, Minderheitsregierungen sind per se instabil und wir brauchen keine Instabilität, wir brauchen Stabilität in der Regierung. Herr Professor Niedermayer, bis hierhin vielen Dank. Wir hören uns gleich mal wieder und zunächst geht es hier weiter mit meinem Kollegen Marlon Herrmann.